Piepen kommen soll, das bleibt das Geheimnis von Habeck und den Windkraft- und Wärmepumpen-Lobbyisten, mit denen er sein Wirtschaftsministerium vollgepfropft hat. Mittlerweile wissen wir ja auch, dass die alle miteinander verwandt und verschwägert sind. Ein Skandal, liebe Freunde. Denn die letzten deutschen Kernkraftwerke, die seit Jahrzehnten zuverlässig, günstigen, grundlastfähigen und CO2-freien Strom liefern, sind auf Wunsch der Grünen endgültig abgeschaltet worden. Deutsche Kernkraftwerke, die sichersten der Welt, sind Teufelzeug und müssen weg. Das sagen die Grünen. Aber die anderen Reaktoren im Kriegsgebiet Ukraine, die gehen in Ordnung. Sie sind ja gebaut und laufen. So Robert Habeck. Ich darf noch daran erinnern, wo ist nochmal Tschernobyl? Wo ist das passiert, liebe Freunde? Aber das geht in Ordnung, sie sind ja gebaut, während wir hier bald ohne grundlastfähigen Strom stehen. Dreister kann ein Bürger, kann ein Minister die Bürger nicht zu verstehen geben, dass er alle anderen Interessen vorzieht als die Interessen des eigenen Landes und der eigenen Bürger, liebe Freunde. Während sie die eigenen Bürger finanziell und ökonomisch stranguliert, hat diese Regierung die Schleusen für irreguläre Einwanderung in die Sozialsysteme noch weiter geöffnet. Bürgermeister und Landräte, sogar von den Grünen, rufen verzweifelt nach Einwanderungsbeschränkungen, weil sie die Migrantenflut nicht mehr bewältigen können. Aber die Bundesinnenministerin stellt sich taub und will nicht einmal das Problem sehen. Nancy Faeser hat ja auch Besseres zu tun. Sie muss Verfassungsschutz und Sicherheitsbehörden auf Opposition und Regierungskritiker hetzen.